Gefühl, ich freue mich. Es ist eine richtig geile Stimmung. Hoffentlich wird es ein geiles Spiel und hoffentlich wird es ein Sieg für die Roten. Wenn du blauer bist, bist du dabei. Wenn du roter bist, bist du scheiße. Ganz ehrlich. Auf geht's heute, 90 Minuten Motivation, Mann! Wir holen heute einen Punkt hier in unserem Stadion! Ein Derby, ob es nun die erste Mannschaft ist oder die zweite Mannschaft, die Rivalität ist immer da. Bayern 1, Bayern 2, wir sind brutal stark und wir haben immer besser wie die Blauer, deswegen haben wir es heute weg. Bei Grünwalder Stadion ist der Punkt schlechthin. Es ist die Lage von diesem Stadion, die einzigartig ist. Wir haben ein super Stadion und dass das die Roten sowieso nicht verstehen, das wissen wir ja alle. Und die spielen lieber in einer Müllberg-Arena draußen. So was gibt es ja bei Bayern nicht. Du fährst einfach rein, trinkst eine halbe, noch am S-Bahn-Standl und dann gehst du auf ins Stadion. Und natürlich ist auch das Besondere, dass diese Vereine eine unglaubliche Nähe haben. Das sind 500 Meter Luftlinie vielleicht, wenn wir da drauf schauen. Große Liebe. Hier ist der TSV 1860 München. Wahnsinn, was hier los ist. Volle Bude, 15.000. Die 60er gegen die Bayern. So oft hat es das schon gegeben. Aber in dieser Konstellation ist es natürlich trotzdem noch mal was Besonderes. Und los geht's. Anstoß Bayern. Wir versuchen es auszuspielen und machen das richtig gut. Richtig gut. Macht das stark und kriegt den Elfer. Und jetzt ist hier mal wieder Rambazamba. Und das macht er. Die Bayern führen im Derby. Vollkommen frei und Früchten hat ihn. Und jetzt ist er drin. Die Löwen haben damit ausgeglichen. Ja! 68. Spielminute. Das ist der Ausgleichstor für 1800. Das Münchner Derby, es endet mit einem schiedlich-friedlichen 1:1 zwischen Blau und Rot. Die Schafen gegen die scheiß Bayern, die es auslassen dazu, oh, ich kann kotzen. Man freut sich als Spieler, wenn man vor so einer Kulisse natürlich spielt. Das ist ein Highlight für jeden Einzelnen von uns und also ich glaube, jeder hat es genossen, hier zu spielen. Ich denke, alle, die am Fernsehen waren, die haben schon zu Recht eingeschalten heute.